Die WSG-Amateure sind mit 2 Unentschieden und zuletzt 3 Siegen in die neue Saison gestartet. Trainer Martin Rinker zeigt sich mit den bisherigen Leistungen seiner Burschen zufrieden, will den Tag aber keinesfalls vor dem Abend loben. Ja, mit dem jetzigen Verlauf in der Meisterschaft kann man natürlich sehr zufrieden sein. 5 Spiele ungeschlagen. Die ersten 2 Spiele als klar bessere Mannschaft leider nicht gewonnen, nur unentschieden gespielt aus den verschiedensten Gründen. Und die anderen Spiele dann gewonnen. Atavi, was eigene Gesetze hat. Schweres Auswärtsspiel in Delfs, wo normal für uns ein Sieg bis jetzt nicht machbar war. Und dann dieses Heimspiel jetzt, das gegen Zams. Also sind natürlich mit dem Verlauf zufrieden. Sind aber nicht so zufrieden, dass wir es jetzt gut sein lassen, sondern wir machen auch Fehler. Wir wollen das weiterentwickeln und Schritt für Schritt diese Saison dann fortsetzen. Auch Top-Torjäger Stefan Kuhn spricht von einem gelungenen Auftakt, auch wenn in den ersten beiden Partien vielleicht sogar mehr möglich war. Ja, also aus meiner Sicht sehr zufriedenstellend. Natürlich hat man die ersten 2 Spiele mit ein bisschen Glück auch gewinnen können. Dann wird es nochmal anders ausschauen. Aber in allem, glaube ich, ist das relativ gut bis jetzt. Mannschaftskapitän der Amateure Martin Schmadl erklärt, warum es heute besser läuft als vergangene Saison. In dieser Saison, wir haben ein super Klima im Team. Von A bis Z, also mit Marseille und alles drum und dran. Ich glaube, das ist der große Unterschied zum letzten Jahr. Ich denke, es ist einfach ein besserer Teamspirit in der Mannschaft rein. Jeder läuft für jeden, jeder hilft jedem. Und eben meiner Meinung nach auch die Neuverpflichtungen sind auch extrem wichtig. Für den Coach spielt die gestiegene Erfahrung eine große Rolle. Ja, eindeutig der Faktor Routine und Qualität, Quantität. Es ist jetzt ein Training zu machen, wo 16 Spieler am Platz stehen, wo 2 Torleute am Platz stehen. Das Rundherum hat sich verbessert. Die Spieler von voriger Saison sind natürlich um das entwickelt und besser geworden. Und die Neuzugänge auch. Alles Volltreffer. Sowohl für die jungen Wilden als auch den Trainer ist das Ziel klar gesteckt. Also wir wollen so bei den Top 5 reinschnuppern. Wir wollen da dabei bleiben. Ich bin da guter Dinge, dass wir das schaffen. Ja, also Ziel unsererseits ist auf jeden Fall Top 5 Platz. Und wenn wir so weiterspielen, denke ich, ist das gut möglich. Auf alle Fälle wieder vorne andocken, womöglich mit dem Abstiegskampf oder mit den hinteren Plätzen nichts zu tun haben, in die Reform, in diese Regelung zu rutschen und ja, vorne anzudocken wieder zu den Top 5, Top 4, was möglich ist, wollen wir dazugehören. Die nächste schwere Aufgabe wartet schon kommenden Sonntag in Zirl. Auf jeden Fall, also als erstes freuen wir uns einmal auf die Partie, weil es echt wieder eine Top-Partie ist. Und die Ziele für die Partien natürlich will man nicht verlieren und mannschaftlich einfach wieder gut auftreten und die WSG gut repräsentieren. Ja, auf jeden Fall denke ich, wir müssen besser spielen wie gegen Zams. Und wenn wir alle 100% geben, dann können wir zu sich auch was mitnehmen. Das ist natürlich für uns jetzt absolut klasse, in der 6. Runde so ein Spiel zu haben gegen eine der bestbesetzten Mannschaften mit Ziel hochkarätig im Offensivbereich besetzt. Und auch da wollen wir uns aber ordentlich präsentieren, die Haut so teuer wie möglich zu verkaufen und als Überraschungssieger oder als knapper Sieger vom Platz gehen. Das haben wir uns schon vorgenommen.